Servus Leute, da sind wir wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. So, in der letzten Folge haben wir hier so ein paar Jungs fertig gemacht. Und da hat dieser komische Schamane hier doch ein paar Freunde gerufen. Da müssen wir in Zukunft aufpassen. Wenn wir einen Schamanen sehen, müssen wir sofort den kalt machen. Okay, die Jungs haben hier gar nichts gedroppt. Okay. Okay. Schauen wir mal weiter. Haben wir hier plündern, zwei Schrott. Da liegt auch noch Schrott. Defekte Waffe, da liegt auch noch was. Ein zusätzlicher kritischer 20% Chance, robotische Gegner zu deaktivieren. Nice. Zonenhunde Lager. Oh, Entschuldigung. Während die Jahreszeiten kommen und gehen, muss ich immer tiefer in die Zone vordringen, um wenigstens das Nötigste zu finden. Ab und an stoße ich selbst an Orte, von denen ich dachte, die Stalker hätten sie längst gesäubert, auf seltsame Verstecke. Einer dieser Orte liegt westlich der gefallenen Maschine. Dort scheinen sich die Überreste eines Lagers der Altvorderen nebst Transporterhütte zu befinden. Mittlerweile hat sich dort ein Rudel Zonenhunde niedergelassen, die meine Gegenwart in der Nähe ihrer Brutplätze aus irgendwelchen Gründen zu dulden scheinen. Sie töten umherstreifende Ghoul und ich lasse sie in Ruhe, da diese ungewöhnliche Symbiose auch für mich von Vorteil ist. Gar nicht so dumm. So, ab in die Hütte hier. Nice Schrott. Zone ghouls stripped this cabin clean. Almost everything useful was gone. But it's a good thing ghouls can't read. They ignored the diary hidden inside Hammond's desk. Me and Dux aren't big readers either. But we look for answers in the diary. And all we get is more questions. Hammond writes how he found the crash machine near his cabin. He's convinced the machine was sent as a message from a mythical place beyond the zone called Eden, where everybody's happy and safe. When Hammond sees another machine fall north of here, he takes his stalker crew up there to find it. I close the diary. Here's the problem. Eden's a fairy tale. Some bedtime story mutants believe in, so they can get to sleep at night. So either Hammond is onto something, or his brain's got the rot, and he's about to kill a bunch of good stalkers. Guess we gotta find out. Me and Dux have to go north. Farther from home than we've ever been. It's dangerous. Dux thinks I'm crazy to press on. I don't disagree with him. Care about some stupid Eden. But we need to find Hammond, and if he's going north, we're going north. If he's going north, that makes him a grade A certified loony. No one goes up there, Borman. And what's with those two stalkers he took with him? They should know better. They're following orders, just like us. The Ark can't run without Hammond, so we're bringing him back. Especially with ghoul packs coming this far south. Wonder what they're planning. Ghouls are too dumb to plan. Someone's pushing him down here. I'm feeling in my feathers. Oh je, yeah, okay. Fragen mehr als Fragen. Borman. Was kann der gute Borman denn? Okay, wir haben noch eine Handgranate. Die lassen wir erstmal so, wie sie ist. Mutationen. Zwei Punkte. Was haben wir denn hier? Gesundheitsbooster. Erhöht die Gesundheit permanent um einen Trefferpunkt. Okay, das ist immer um einen Trefferpunkt. Oder sparen wir? Witzbold, ziehe die Aufmerksamkeit von Gegnern eine Runde lang auf dich. Auch nicht verkehrt eigentlich, ne? Aber mehr Leben ist eigentlich auch nicht verkehrt. Mehr Leben ist immer gut. Was kann der gute Dax denn? Drei Punkte verfügbar.
erhöht die Bewegungsrate permanent um 2. Okay, auch nicht schlecht. Mache ich auch mal. Kann er weiter laufen im Kampf. Das ist auch sehr nützlich, glaube ich. Den einen Punkt heben wir uns auf. Können wir eh nichts machen. Okay. Dann wollen wir mal hier unser Teleskop hier. Den Ferngucker. Dieses rohrförmige Objekt ermöglicht dem Benutzer, weit entfernte Dinge aus der Nähe zu betrachten. Könnte sich im Nahkampf auch als Waffe eignen. Na, ich. This is Hammond's Far Looker. Let's bring it back to prep, before the ghouls take it. That name is all wrong. It should be a smallifier, because when I looked into it, everything became smaller and more distant. Amazing what the ancients could make. Amazing. So, warte mal, jetzt muss ich erstmal gucken. Jetzt, ich habe voll die Orientierung verloren. Können wir hier lang oder ist da nichts mehr? Die Zonenhunde, die beiden. Genau, von hier sind wir gekommen. Dann sind wir links rein, haben die Zonenhunde platt gemacht. Genau. Rechts war die Hütte. Hier waren wir auch schon. Waren wir hier schon? Ich glaube ja, ne? Nein, waren wir nicht. Vier Schrott. Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Okay, hier dürfte eigentlich nichts mehr sein. Da oben ist das Dingens wieder. Okay. Gehen wir weiter. Alter, müssen wir später solche Dinger zerballern, Alter? Das geht ja dann später nochmal richtig ab hier. Reisen. Gegner mit roten Schilden sind einfach zu schwierig und können erst nach zusätzlichem Training in der Zone besiegt werden. So, weiter geht's. Die Hochstraße. Wo gehen wir denn einfach mal lang? Ich marschiere jetzt einfach mal hier hoch. Oh man, we've never been this far from the Ark before. Talk about undiscovered country, huh? You think we finally left the ghouls behind? Yeah, me neither. Oh, wieder ein Zelt. Vier Schrott gefunden. Sehr gut. Dumm, die dumm, die dumm. My brain must be rotting. Is that a beautiful woman I see before me? Wait. I know that beautiful woman. She is a stalker. Wurden? Ah. Eine wunderschöne Frau. Wir gehen gleich zu der wunderschönen Frau. Ich möchte nur noch mal eben die Waffenteile hier sammeln. Kann ich darüber? Nein. Ich bin eine Ente und ich kann nicht schwimmen. Ich gehe kaputt. Da ist ja mit der Mutation ein bisschen fehlgelaufen, wa? Eine Ente, die nicht schwimmen kann. Na gut, gehen wir mal zu der wunderschönen Frau. Stay right there. Who are you? You're Selma, right? You're a mutant like us, on Hammond's team. Do I owe you money? No. Did I kill your brother? No. Then Selma, I am. Who are you? I'm Dux, and he's Borman. Hello? Like the only walking duck and boar in the whole Ark? Come on. That's funny. I think you've mistaken me for someone who gives a duck. I've got to catch up to Hammond before it's too late. You're part of Hammond's crew. How did you get separated? It was weird. We were all hearing strange voices, not from the zone, in our heads. And that's when the ghouls ambushed us. After the fight, I was somehow blinded, paralyzed. I could barely move. I told Hammond I'd catch up to him when it wore off. Two long, rough days. But I'm better now. He headed up north to a crash site to find some metal ship,
Says it was sent from... Eden, I know. Do you believe him? If Hammond thinks there's an Eden, there's an Eden. Believe me. You guys are trying to find him too? And we can work together. This is insane. You want to go more north? Into Ghoul Central? They'll kill us. A lot of ghouls have tried to kill me, but I'm still here. So, am I part of your team or what? Von mir aus gern. Nice. Wie hieß sie? Selma? Selma. Selma Hayek? Oh, auch lautlos. Was kannst du denn so? 7 Punkte. Ziehe die Aufmerksamkeit von einer. Okay. 6 Gesundheit, 0 Rüstung, 10 Werfen, 12 Bewegung. Supersehnen. Erreiche erhöhte Positionen, indem du dich im Kampf bewegst oder sprintest. Okay, die mutierten Sehnen deiner Beine sind jetzt robuster und stärker. Du erreichst höher gelegene Positionen, nun ganz ohne Leiter mit deinen Sprints und Sprüngen. Okay, machen wir einfach mal. Okay, die hat nur 6 Punkte. Ich glaube, wir machen den Kollegen hier. Hat sie wenigstens 6 plus 1. Was hat die da für ein komisches Horn? Bereichseffekt macht Gegner eine bewegungsunfähig. Laut verschiedenen Aufzeichnungen haben die mit ihren Pflanzen gesprochen, die dadurch. Irgendwie kannst du Bäume befehlen. Geil. Kills für Wiederaufladung 2. 3. Okay. Interessant. Komm mal mit. Komm mal mit, mein Kind. Feuer lassen wir einfach mal an, ne? Damit die Gegner wissen, dass ich vor kurzem einer hier war. Okay, hier ist absolut nichts, oder? Geht's da weiter? Uiuiuiui, was war das? Wieso sind hier Tote? Well, well, well. Look what we have here. Am I a grade A stalker or what? You see this hidden path through the forest? Ja, ich glaube. Da wollte ich nämlich lang. Oh, was ist das? Zonenhund. Wow. You can have one hell of a flea market with this junk. Look at these weird machines. Where do you think they come from? Elder Almighty, I've seen some crazy shit in the zone, but this takes the bullet. This house must have belonged to some small people. Small, small. That is. Rechtsklick, wir gehen jetzt einfach mal. Okay. Mann, da solltest du dich nicht verstecken, hinter dem Baum. Ja, so. Ja, da muss ich noch ein bisschen, ist noch ein bisschen tricky. Ist hier nur ein Zonenhund? Sehe ich das richtig? Prozent, 100% Crit. Getroffen. Watt 75% nur. Ich schwör's dir, Bormann, wenn du den jetzt nicht triffst, ne? Yeah! Sweet. You wasted him.
Der Feind hat dich gehört. Gegner ist am Zug. Oh, der kann da hochspringen. Overwatch. Dann einmal nachladen, bitte. Du hast ja jetzt eine schöne Reichweite. Dich ignorieren wir mal. Oh, voll daneben. Feel that. X war Waffe wechseln. Enough. Okay, der ist weg. Level up. Einer müsste hier noch sein. Oder? Over here. Let's split up. Okay, doch nicht. Alle weg. Alle weg. Follow me. Kommt die Alte auch? Oh, dann laufen wir mit der weiter hier. Now, let's was haben wir denn hier Feines? Opened. Aristo-Hut. 20% kritische Trefferchance von erhöhter Position. Eine Kopfbedenkung der... Okay. Nice. Finde ich witzig, dass sie immer so... so Zeugs von früher, so Cappies dran gemacht haben als Bonusverstärkung oder sowas. Verstecken. Okay, da unten geht es in ein neues Gebiet. Ich weiß aber nicht, ob ich da hin will. Viel Schrott. Da ist auch noch was. Das war's. Komischen Hut haben wir gefunden und Ette hat ein Level Up. Kritischer Trefferchance von erhöhter Position. Ja, die kann ja springen, ne? Und auf erhöhte Positionen und so. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, dass die vielleicht so eine Art Sniper wird. Yes. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach da lang. Ich habe keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist. Wo wir da landen. Wir gehen da jetzt einfach mal hin. Fragezeichen. Oh, ich hoffe, hier sind keine Totenkopfgegner oder so. Der gefallene Engel. Oh Gott. Oh, da liegt auch einer drinne. Oh Gott. Hä, aber was hat der da gemacht? Dass der da so drinne sitzt. Was hatte der vor? So I was talking to Iridia and she told me about this ancient machine she had seen out in the zone, not too far from here. She said it looked like it had fallen from the sky, crashed into the ground and it spread more than enough scrap around for us. Got some ghouls straight ahead. They're looting that crash site. Ah, Stufe 5. Dich möchte ich gerne ausknipsen. Oh, da sind aber ganz schön viele. Na, ich will. Pyro? Okay. Ein Pyromane.
Häuptling irgendwas? Okay, da ist so ein komischer Vogel. Oh, das könnte ganz schön knackig werden, glaube ich. Ein Medbot. Okay. Es wird immer schräger. Marodeur. Zonenhund. Wisst ihr was? Ich glaube, das wird eine der ersten kniffligen Dinger hier in neuen Spielstand erstellen. Zurück. Der Medbot wird die wahrscheinlich heilen. Das so gut ist, was ich jetzt mache. Und auf jeden Fall alle verletzt. Und ciao. Einer weniger. Wir schießen einfach normal, glaube ich. Dann ist der Pyro, der fackelt uns ja, glaube ich, ab. Der ist, glaube ich, nicht so geil. Yeah. Da ist noch ein scheiß Jäger. Den würde ich gerne wegkriegen. Kriegst du das hin? Was hat die für eine Waffe? Granate. Eigentlich müsste der was abkriegen, ne? Das ist ein Molotow. Ne, Molotow ist scheiße. Wir probieren's. Ja, klar. Fuck. Ich wusste, der Typ muss weg. Der komische Häuptling kann erstmal stehen bleiben. Den Pyroman muss ich auf jeden Fall loswerden. Der wird mir noch Probleme machen. Injury detected. Approach factor calculated. You have been served. Please take further. Der lebt Tote wieder? Was? Stupid stalkers! X. Ermöglicht der eine. Was? Ach so, Häuptling. Yes. Mach ihm bitte den Gar aus. Lass die Toten bitte tot. Werfen. Scheiße, wo laufe ich mit dir hin? So, und dann wirfst du bitte da hinten hin. Stalkers! Fuck you!
Ich muss den scheiß Roboter loswerden. Scheiße. Your injuries have been attended to. State further medical needs. Und tot. Oh, Glück gehabt. Hol ihn dir. Beendet Runde. Prozent. Wenn ich Glück habe, ist er tot. Wenn ich Glück habe, ist er tot. Nein, ich habe natürlich kein Glück. Außer Reichweite, außer Reichweite, außer Reichweite. Sehr gut. Dead. Okay. Fuck. Stirb. One of ours is down. My circuits are free. Sehr gut. Roman! Scheiße. Nein. Yes. Sauber. Der ist schon mal weg. Das hilft mir schon enorm. Ah, du warst da oben, ne? Kann der mich treffen, wenn ich hier hingehe? Nein! Oh, Glück gehabt. This might sting a little. Not too shabby. Etta hat keine Granate. Okay, der hat alle aufgebraucht. Immerhin einer weniger. Not too shabby. So, und du gehst in... Nee, nicht verstecken, überwachen. Scheiße. Scheiße, jetzt ist die Ente auch tot, ne? Ah, die Ente hat überlebt, gut. Sauber. Boah, Schwein gehabt. Nein. Here, buddy. Let me help you. Na gut, war vielleicht gar nicht so verkehrt. Thank you. Wie viele Aktionspunkte hat er noch? Okay. So,
So, der ist weg. Wow, you a grog. That was amazing. Okay, bam, bam, bam. Du gehst dahin. Overwatch. Schon wieder. Fuck. Stalker. Dead. Heilen. Up and at him, soldier. Matter. Überwachen. Overwatch. Yes. Perfekte Deckung. Und jetzt gib ihm eine Kugel Blei. That's what's up. Get the fat one! As good as dead! Hol ihn hier. Sauber. Endlich ist der Scheiß wieder weg. Oh mein Gott. Nachladen. So mit dem dicken Kaliber raus. Overwatch. Wir wollen nachladen. Overwatch. Das gleiche. Und dann gehst du mal nirgendwo hin. Overwatch. Jetzt haben wir ihn aber. So, Headshot. Sorry about that. You got it. Geil. Zurückrufen. Over here. Zurückrufen. Und zurückrufen. Geil. Haben es geschafft. Folge ist auch zu Ende. Perfekter Zeitpunkt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge. Was zur Hölle? Da hinten rennt auch noch einer rum. Oh Mann. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.